verstehe es eigentlich nicht. Ich war eigentlich in Englisch mal ja nicht so schlecht, bloß ich habe in letzter Zeit so viele deutsches Zeug geguckt, dass ich komplett irgendwie einen Überblick verloren habe von. Ja. Und da beginnt die Nacht mal wieder. Und das Einzige, was wir machen können, ist unsere Ausrüstung aufstocken. Und meine Maus macht ein Ladezeichen. Ich hoffe, das bedeutet jetzt nichts Schlechtes. Hier kommen. Nee, das nicht. Das Einzelne hier. Beast West. Ich werde, wenn das hier unten weggefallen ist, dann kennen wir uns. Beef West. Kleidung, muss ich gucken hier. Die kann man machen, aber die schützt eigentlich vor der Kälte. Lock Street. Ups. Fire dort. Be my blow dort. Was ist das? Kohle. Ne, Charcoal steht da sogar, wa? Na, Charcoal. Also sprich, ja, Baumkohle, Brennholz. Ein Stinger, ein Stachel, Lockspeed. Das ist ein Speer. Kompresshüte machen, Rabbit, Earmuffs Head. Buffalo Head. Summer Frost. Raincoat. Fishing Melon. Okay. Buffalo Head. Ja, das hat man ja schon alles. Kann man sich nicht das machen, was ich hier gefunden habe? Ein Umbrella. Man kann sich ernsthaft einen Regenschirm machen. Keep the sun and rain at bay. Also auf jeden Fall haben sie das Spiel ganz schön schwer gemacht. So wie ich das hier mitgekriegt habe. Rasierer, Pickforge. Mit der Pickforge kann ich ja nachher auch mal austesten, oder besser auch zeigen. Kann man sozusagen einen bestimmten Bereich von Gras abmachen. Hat ihn dann ein Inventar und kann ihn dann irgendwo anders, kann man dann in einen anderen Bereich irgendwas abmachen. Und kann dann eben halt das da hinsetzen. Also man kann sozusagen die Gebiete selber umändern. Und es wird jetzt gleich speichern. Und das Gehirn wächst. Ist das nicht schön? Es wird wieder voller. Weil es so ein schöner, heller Tag ist. Dim, 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 dim. Das Spiel läuft gerade bei mir bei 30 FPS. Ich weiß nicht, warum gerade so wenig ist. Aber naja. Hab ja nicht die beste Grafikkarte. Dim, dim, dim. Ich weiß nicht, warum ich das Holz mitnehme, weil ich da unten ja den Stein machen will. Also gehen wir wieder runter. Essen haben wir auch noch ein bisschen was. Ah, ich glaube, das wird das größte Problem sein dann bald. Das Essen. Wenn man kann ja die Bienen kaputt hauen, dann kriegt man Honig. Aber das würde uns dann auch wieder Leben kosten. Aber noch 127. Mach. Ach, 23 abgezogen. Hier ist ein Weg. Hier ist ein Stein. Und hier sind noch weitere Steine. Oh, das ist ja mal praktisch hier. Komm. Mach einfach. Immer ruf da, auf der Olle Luzi. Und hier weiter geht's. Och Mann, Kollege. Jetzt wollte ich gerade E drücken fürs Inventar öffnen. Wenn man da so an Minecraft dran gewöhnt ist. So, und hier bitte nochmal. Aber ich habe gerade mal geguckt. Ich dachte, mir kam es länger vor als eine halbe Stunde. Also das erste Mal kurz bevor wir gestorben sind. Ich dachte nicht, dass es bloß eine halbe Stunde war. Ich habe irgendwie gedacht, es wäre mehr gewesen. So. Zack, 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 zack. Zack. Und zack.
Was war denn das jetzt? Du, da hat das Spiel gestockt oder unser kleiner Kumpel? Ja, hat irgendwas komisch gemacht, na egal. Pickup Eis? Ich weiß zwar nicht, wo ist das Eis. Ah! Uns wird kalt! Warum wird uns kalt? Ja. Ist das Ding schon wieder kaputt gegangen? Da machen wir halt einfach eine. Wow! Okay, es wird dunkel. Es wird dunkel. Ich merk's. Das Leben geht runter. Aber verdammt schnell diesmal. Kann ich mir. Nein, ich kann mir keine Fackel machen. Okay. Wir überleben das. Wir überleben das. Das Projekt startet jetzt zufällig. Ich glaube mal, ich habe es jetzt am. Also die erste Folge kam, glaube ich. Ich werde es nicht gleich nächsten Tag hochladen, wie ich das jetzt aufnehme. Ich glaube am 19. Am Samstag lade ich das hoch. Damit es dann so ab. Ja, für den Samstag lade ich das mit hoch. What the hell? Ach, das haben wir ja schon. I need a fire. Cool. Ha. Wenn das weiter so geht, dann haben wir schneller einen Arsch offen als gewollt. Jetzt brauchen wir erstmal was zu essen. Wird das von Tag zu Tag kälter oder bilde ich mir das nur ein? Egal. Nochmal Feuer drin, zack. Okay, das Essen ist gerade wirklich ein bisschen wenig. Ich muss schnell mal was dagegen tun. Eis kann man essen? Okay. Fetzt. Irgendwo. Erstarre! Ich finde das Ding cool. So, jetzt haben wir jetzt nochmal Fleisch. Können wir auch nochmal schnell kochen. Zack. Schönes Süppchen. Das füllt dann auch nochmal auf. Mit dir machen wir das Gleiche. Hm, du kommst hier hin. So, bevor du wieder auftauchst. Haha. Das Ding ist praktisch. Aber wir machen uns demnächst mal auf Essenssuche, damit wir erstmal genug Essen haben. Was haben wir hier noch Schönes drin? Ein Pilz. Yay. Und dann fangen wir natürlich wieder an, unsere schöne Maschine zu basteln. Und aber die am besten wieder weit weg vom Feuer zu stellen. Weit weg vom Feuer zu stellen. Aber wenn es geht, nicht zu weit weg. Machen wir sie hier hin. Hallo? Platzier die da, Junge. Danke. Geil zum Besten natürlich, wenn ich jetzt mal schaffen würde, gleich in. Ja, schon wieder diese Atomic Fire. Das mache ich das nächste Mal, wenn wir wieder hierher kommen und es ist noch alles aus. Schippe können wir nicht machen, uns fehlt Holz. Ja, stimmt. Ich muss mal wieder ein paar Sticky sammeln. Was haben wir beim Food Journals? Eine B-Box. Basic Farm. Farm wäre eigentlich geil. Da findest du noch den Scheißhaufen dafür. Also Dünger. Aber dazu müssten wir Schweine finden und die mit Blumen füttern. Und dann kacken die auf den Boden und dann könnten wir das machen. Ja, das machen wir. Was haben wir unten noch Schönes? Was kann man Schönes machen? Ein Seil. Diesmal verschwende ich aber nicht alles. Obwohl, wir haben jetzt normales Feuer. Jetzt kann ich eigentlich alles zu Brettern machen. Schade, ich habe nur noch eins. Was haben wir hier Schönes? Ein Thermometer? Einfach machen. Ach, ein Thermometer! Machen wir einfach mal ein Thermometer. Das stellen wir nicht direkt vom Kühlschrank, das macht sich ein bisschen dämlich. Ich hatte doch hier gerade irgendwo eine Stelle. Warte! Elmon, was? Elmon,
Check of a Scientist. Hack of a Scientist? Hä? Okay. Den Wortwitz verstehe ich leider nicht. Da hat es wieder gespeichert. Was haben wir hier noch? Ach ja, das Atomic Fire. Was haben wir hier noch? Ich scrolle runter und sehe eine Strohrolle. Ah, jetzt haben wir uns Bett gemacht. Jetzt könnten wir die Nacht überbrücken, notfalls. Das ist doch mal geil. Das ist geil. Cutstone. Keine Ahnung, wir probieren jetzt einfach mal alles aus. Ich weiß nicht, was wir damit machen können. Ist mir eigentlich auch gerade egal. Was kann man. Also, im Erfolg kann man das machen. Electric. Du. Was? Do that? Do that? Hm. Das ist eine. Eine Batterie. Ein Dynamo. Feuer. Wir könnten. Ein Schild machen. Yay. Schild. I says you are here. Geil, wir haben ein Schild gemacht, wo drauf steht, du bist hier. Brillant. What the fuck? Ah, komm, wir sammeln jetzt erstmal was zu essen und. Sind eigentlich nur Höhlenmensch auf der Suche nach Futter. Uck, uck. Ich habe einen Strauch gefunden. Uck, uck. Ich muss aber noch ein paar Bäume abholzen. Umso mehr Holz wir haben, umso mehr Bretter, umso mehr können wir, umso schneller können wir dann eine schöne Chest machen. Ach, komm. Jo, macht einfach schnell ein neues. Danke. Kannst du jetzt mal? Danke. Nimm's mit. Ich weiß, ich könnte mir jetzt vielleicht noch so eine Maschine machen, aber das will ich nicht. Wir haben da jetzt einen richtig geilen Lagerplatz geschaffen. Und sammeln einfach mal ein bisschen die Gegend hier ab und machen uns davon noch einen schönen Wald mit hin. Am besten gleich noch mit den anderen, die ich vorhin gegessen habe. Ich Volltrottel. Den anderen Bäumen. Mit den Kastanien. Dann hat man nämlich sozusagen einen schönen Vorrat an Essen. Noch nebenbei, wenn wir die Bäume abschlachten. Aber man sollte doch nicht zu viele Bäume pflanzen, weil es bei den früheren Let's Plays, die ich gesehen habe, wo das Spiel eben halt noch Early Access war, beziehungsweise noch im Anfangsstadium, sind die Bäume gerne mal aufgestanden und haben dann gesagt, ich hau dir aufs Maul. Und wie ihr sehen könnt, gibt es ja übelst viel neues Zeug zu entdecken. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich die Parts nenne. Yay. Und ich glaube, ich muss mal wieder zurückgehen. Mist. Da ist noch Gold. Nehmt's mit. Brav. Ja, man merkt, es wird kälter. Das ist jetzt leider auch schade bei dem. Bei dem Ding. Ja, ist. Gonna be too dark. Ist dunkel. Aber einen Baum müssen wir wenigstens mitnehmen. Komm schon. Genau, da kriegt man. Ach, hier ist er. Brav. Ein Baum. Komm, nehmen wir noch einen zweiten mit. Okay. Okay, ich gehe ja schon mal da zurück. Sobald ich ihn gefällt habe, gehe ich zurück. Shit, 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 shit. Ja, ist okay, ich nimm's mit. Mensch, Kollege. Das wird das Doofe dran, wenn das so schnell kalt wird. Ah, hier bin ich. Zack. Wir haben dich erstmal auf. Es ist zwar Verschwendung, was ich jetzt gleich mache, aber Alter, das hält wenigstens die ganze Nacht lang. Wenn ich sie finden würde. Hab ich die irgendwo hingepackt? Will ich das? Okay, jetzt bin ich blind.
Wo sind. Achso, die hab ich bestimmt für das verwendet, die Bretter. Ah, fürs Thermometer. Ist aber nicht toll, wenn ich das fürs Thermometer benutze. Egal. Machen wir hier nochmal schön zweimal Feuer rein. Zack. Du sollst nicht essen, du sollst darin packen. So. Eine Schaufel. Wäre praktisch. Mach mal eine. Ja, du weißt zwar nicht wohin damit, aber ich weiß es. Pack sie einfach da hin und hier pflanzen wir jetzt einfach mal so ein, zwei Bäume. Hier pflanzen wir einfach mal so ein, zwei Bäume hin. So. Und so. Essen müssten wir noch für heute genug haben. Nee, wisst ihr was? Ich überspringe einfach jetzt die Nacht. So blöd wie es klingt, ich überspringe jetzt gleich die Nacht. Hier, den Baum pflanzen wir auch mal noch. Genau vor das Thermometer, ich Hengst. Was haben wir denn Schönes zu essen? Haben wir hier noch irgendwas drin? Nope. Die Schaufel wäre schon angebracht, aber. 1, 2, 3, 4, so. Und lass mal einfach fallen, genau, weil ich so schlau bin. Nein, du schläfst jetzt einfach.